Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen VOV-Server-Video. Oh, ich habe Hunger. Okay. Mit dabei ist der liebe Ghostfunder. Hallo. Moin, moin. Wir machen heute die neuen Brustjobs. Es ist jetzt schon eine Woche her, aber ich konnte ja nicht so gut aufnehmen, weil das Internet von mir extrem schlecht war. Die haben entweder an der Antenne oder beim Serveranbieter Swisscom mega Probleme gehabt mit dem Ping. Aber jetzt geht es. Hier haben wir jetzt auch ein Fenster, wo wir die verschiedenen Berufe direkt machen können, oder? Okay, das ist alles gesperrt. Ja. Okay. Stadtlinie. Da sieht man die verschiedenen Bushaltestellen jetzt. Aber hat sich was verändert? Weil sie haben gesagt, man hat Auswahl zwischen mehreren Strecken. Jetzt ist es scheinbar eine neue. Ist das Zufall? Jo. Also wir machen jetzt mal die Strecke. Die ist ziemlich neu. Es ging noch nie hier Richtung Süden direkt. Wir kommen zum Zopp. Was ist Zopp? Hast du eine Ahnung? COB. Was COB ist? Ich bin Loster. Ich bin auch nicht mal hingehen, weil ich bin immer noch von so einem Kack-Supporter gebannt. Weil die Serverregeln da auf dem Server, die sind halt einfach echt desolat. Da kannst du echt in eine Tonne treten. Also das ist wirklich ein. Für mich ist, wenn. Also. Fuck, ist einfach. Ich spiele auf jeden Fall nicht mehr drauf und fertig. Also ganz ehrlich. Und deshalb habe ich halt auch nur ein bisschen länger gebraucht, bis ich wieder jetzt eine Aufnahme mache. Mir gefällt er selber schon, aber er könnte halt noch ein bisschen, ja. Ich wurde ja im letzten Video angehalten von einem Polizist, der hat mich gerade in Strafe gemacht, weil ich 4 Eisenteile, oder es waren 6 Eisenteile im Inventar hatte. Und das war natürlich, ja, für mich halt auch irgendwie ein bisschen blöde, in einer Aufnahme so lange angehalten zu werden, kontrolliert zu werden und so. Ja, ich kann also, die Bullen ja verstehen, dass sie aufpassen, aber nicht direkt immer jeden Menschen anhalten und so weiter, weil sie einen schwarzen generell, die halten jeden Spacken an, also selbst weißt du, die so in echt, Digga, fährst du auch nicht laut vorbei, Alter, wenn du da mal, weiß ich nicht, was hast oder so, dann wirst du auch nicht rausgezogen oder so. Und genau die Serverregeln von dem Server, die sind echt viel Müll, ne? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und da spielen auch nur Kinder drauf, ey, das ist doch, naja. So. Keinen Bock da. Also Zop ist wahrscheinlich die, wie heißt die Arena? Maze Bank Arena. Ah, aber ich komme jetzt nicht weiter, ich habe keine Markierung mehr auf der Map. Ist das da unten? Vielleicht die rote Markierung dort unten? Jo, also ich muss hier runter. Ah, der andere Bus war die gleiche Strecke. Also ich muss jetzt noch unten rein und in die unteren Parkplätze, die südlich sind. Ja. Okay. Also für mich sind ja auch manche Sachen nicht so gut auf dem Server, aber es ist eigentlich der einzige Server, der wirklich direkten Zugriff zum Server hat, wo man sich nicht registrieren muss, bewerben muss oder sonst irgendwas. Finde ich ja ziemlich gut. Aber jetzt viel zu machen gibt es leider auch nicht. Also ich würde auch gerne jetzt wirklich einen Job wie Polizeibeamter oder, ja, was wir zwei ja wollten, ist Sanitäter machen. Nur Bewerbungen werden ignoriert. Dadurch kann ich überhaupt nicht so etwas werden. So kann ich auch nicht bessere Aufnahmen machen. Und ich bedanke mich wirklich für jeden, der wirklich so viele Aufrufe generiert hat, also dabei war in den verschiedenen Parts und Livestreams. Aber bis ich da irgendwie jetzt drin bin, in einem Job oder so, wird es wahrscheinlich lange dauern. Außer jemand kann mich empfehlen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Nur eben, es gibt halt kaum Gründe, ein Video zu machen. Also ich werde es mir noch anschauen, wenn es jetzt wieder so viele Aufrufe und wieder so viele Kommentare gibt. Kann ich ja ein paar Parts noch machen. Aber ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich immer Busfahrer bleiben oder andere freie Jobs machen müssen und so Bewerbungen, weil ich auch ja wenig Zeit habe und wenig Können habe, Bewerbungen zu schreiben. Hallo? Jetzt geht's okay. Muss ich eventuell, ja, halt einfach sehr schlichten Content anbieten.
Also ich würde gerne mit euch zusammen vielleicht in-game reden. Oder halt einfach mit Ghost Founder nur oder mit jemand anderem über Discord. Aber mehr auch nicht. Das ist wirklich zu wenig Rollenspiel sonst. Es ist zu wenig Gründe, jetzt Parts zu machen. Ja. Also die Strecke ist relativ klein. Jetzt bin ich bei 2 von 8. Ist immerhin besser als irgendwie 20 bis 30 zu machen oder so. X1, 2. Okay, also X ist wahrscheinlich die Strecke gemeint. 1 von 2. Also es gibt zwei Strecken beim mittleren, bei Rang 2. Bei der Fernlinie habe ich gesehen, gibt es keine. Ja, gut. Nicht zu schnell und zu unaufgesehen. Die Kamera ist halt auch ein bisschen, also da muss man schon recht hin und her machen. Aber ich finde es jetzt ziemlich positiv, die Strecke. Immerhin keine kurvenreichen Straßen oder ja, auch viel Geld irgendwie. Also 74 für diese kurze Strecke ist doch recht viel Geld. So, dass es schnell geht. Wahrscheinlich. Also viel besser als die dritte Stufe. Die dritte Stufe sollte eigentlich mehr angenehm geben, aber die ist einfach zu lange, die Strecke. Ich kann nicht anderthalb Stunden lange Ding machen, weil ich ja nur 30 Minuten Videos mache. Also sie geht wahrscheinlich so 40 bis 50 Minuten. Das ist ein bisschen übertrieben, was ich gesagt habe. Aber die Strecke ist so schwer, da den Staudamm hochzufahren, danach wieder runter und wieder nach rechts und so, also so geknickt. Die sollten sie auch noch ein bisschen überarbeiten. Würde ja, wirklich dem Server helfen. Hallo. Ja. Ist das schlimm, wenn ich jetzt auch noch kurz eine kurze Aufnahme mache? Also, es ist ein bisschen komisch, aber wenn du das unbedingt musst. Ja, okay, dann muss ich das. Also, ich muss das jetzt. Ja, du kommst jetzt einfach mit Nerven. Ich muss ja nicht so lange machen. Ich mache jetzt noch kurz ein bisschen von der Strecke zum Zeigen. Einfach auch, dass alle wissen, dass ich jetzt nicht so unbedingt Motivation habe, davon Videos zu machen, von WoW. Und einfach, ja, weil ich nichts mehr machen kann. Ich kann nur grinden. Ich kann nur jetzt wirklich etwas Neues zeigen oder so, weil ich jetzt wirklich auch keine Freunde mehr habe, schon lange nicht mehr gesehen habe. Weil ich eben nicht Keine Freunde. spiele. Wie soll man an Freunde kommen, wenn man nicht spielt? Keine Freunde, Ich habe keine Freunde. Ich habe nur auf ey. YouTube Armer Freunde. Schlucker, Aber alle hupen, alle sagen so: Hallo Drago, du bist der bekannteste YouTuber. ey. Ist echt so, ne? Ich hab da letztens mal beim Supporter mich angestellt, ne? Ja. Hab ich gesagt, ja, wurde ja gebannt, bla 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 bla, ne? Und er hat gesagt, ja, ist ein Streamer, ne? Ja, also ist ein Streamer, ist ein Streamer, ich so, ja. Der direkt anders reagiert, ne? Ja klar, die Er müssen hat doch gesagt, natürlich dich loben. als er auch ein größerer Streamer war, also ich hab von dir geredet, ne? Der Ja, direkt anderen Ton, Alter, ne? Ja, worum geht's denn? Ja, genau, ne? Nein, aber Weil da eben, halt, du weil sie kommst du da halt viel durch, auch besser durch an. dich halt auch mehrere Spieler bekommen können, quasi, weißt du? Ja. Weil du halt, also du hast halt, also wenn du mega viele Abonnenten hast jetzt, also du hast halt schon 600 Abonnenten, also ist ja halt schon, ne? 700. 700, 600, ja. 717. 716 Die momentan. Einer 100, hat die mich 100 geoffen, natürlich auch du. keinen. Aber du hast halt schon recht viel für den Server, ne? Ja. Aber Und könntest was halt. ist jetzt der andere Streamer? Wie viel hat der Follower oder so? Weißt du Weiß ich noch nicht. nicht. Okay. Muss Aber jetzt er groß. kam viel besser an, okay. Nein, ich Ja, Digga, denke, aber weil ich die schon gut Supporter, ne? ankomme und ich habe ja wenig Videos gemacht. Ich meine einfach, Richtig. ja, Die sind richtig man ist spielergeil, VIP. Digga. Ja, man ist Großartig. VIP, man ist echt bekannt. Richtig Also, Spacken da hinten, ey. ich habe ja Livestreams gemacht im November, Dezember. Und da war ich so bekannt schon, dass alle immer wieder bei mir waren. Es ist so eine Freundschaft, wenn man streamt. Es ist extrem. Aber wenn ich Ey, jetzt weißt Video, du was? Gameplay-Videos mache, niemand mehr. Oder? Weißt du Was? was? Weißt du was? Digga, Ich der Server, weiß ne? Der hat nur diesen ganzen Spieler, Digga, nur wegen dir. Nur weil du damals gespielt hast, Digga, hat er jetzt so 300 Spieler, weißt du?
Ehrlich? Kann ich mir vorstellen. Nee, ich glaube eher, ich habe halt Werbung gemacht. Werbung ist halt immer das, oder? Ja, das Werbung streamt halt jemand, wie, wie? Okay, dann gehe ich auf den Server, aber interessiere mich nicht für den Livestreamer. Das ist eigentlich immer so, also ich spiele ja Champions of Regnum und das ist so beliebt worden, meine Aufrufe sind einfach mal 3 oder 4 Mal so, haben so viele Zuschauer, 3, 4 Mal so viele Zuschauer und das ist einfach extremst, wie bekannt du wirst, wenn du ein Game streamst oder Lives, Videos darüber machst, die niemand interessiert. Es gibt noch viel mehr Strecken, merke ich gerade. Es ist doch immer wieder so lange. Die sollten einfach kürzere Ding machen. Strecken. Damit die Spieler natürlich nicht immer so mega lange müssen fahren, damit sie noch ein bisschen mehr verdienen. Weil am Ende der Strecke verdient man immer noch so ungefähr ja, 10-mal so viel. Ja, wir fahren nochmals schön ein bisschen durch. Und wenn ihr wirklich immer auch UV schauen wollt, dann mache ich natürlich gerne mehr. Nee. Aber ich denke, es ist schon beliebt, das geht hier online Parts, wo wir, also wo du moddest. Ja, schade, weil die haben recht wenig Aufrufe. Ich würde sie sogar feiern als Zuschauer. Ich würde sogar jedem Livestreamer oder Videomacher eigentlich mehr Zuschauer, also ja, einfach Werbung drüber machen. Ich würde sogar Werbung drüber machen. Ich will nie Werbung machen. Ja, okay. Oder? Also ich finde es ein bisschen schade, weil ja, meine Zuschauer sind jetzt eher auf ein Spiel fixiert. Das ist auch gut so. Und vielleicht haben sie auch weniger Lust, jetzt wirklich andere Spiele auch zu sehen. Aber man merkt schon, dass jetzt jeder eigentlich auf meinem Kanal Regnum Video machen soll. Und ich kann nur grinden oder ein paar ja, PvP-Kämpfe machen. Aber mehr kann ich eigentlich nicht machen. Und das gleiche ist halt bei WoW. Also ich kann schon zeigen, aber dann müsst ihr halt auch stark sein und hat ein wenig weniger interessantes schauen, aber dafür bin ich ja auch da, am Reden, damit ihr trotzdem Spaß habt. Wir können ja auch noch etwas Besseres bereden jetzt momentan. Ja. Das ist natürlich wieder so ein bisschen weniger Rollenspielpart, aber dafür ein, ja, ist so die Lage bei WoW und einen Kanal hat. Ja. Nein, was habe ich gemacht? Scheiße. Ach, Junge. Also, liebe Plugin-Entwickler, jederzeit immer wieder die gleichen Sachen abfahren ist jetzt nicht so das Beste. Aber die haben nicht mehr Plugin, wieder, die kaufen die, ey. Also, eben, Ghost Fund, wenn du mal wieder spielen kannst, mach am besten nicht die Ghost-Shops. Ich mach da gar nichts. Ja, du machst gar nichts mehr. Aber 170 verdient. Vom Flughafen bis zur Eastbank Arena. Würde ich auf den Pack-Server noch irgendwann mal einen Fuß drauf treten? Ich glaube nicht. Ja, das ist deine Meinung. Dankeschön für die Werbung für WoW. Die macht natürlich sehr viel aus. Papa. Für Leute, die Fan von WoW sind, ist es natürlich nicht so gut. Und es fahren mega viele Leute. 4 Leute, andere Leute sind gerade hier. Echt crazy. Also, beliebt ist es schon. Qualitativmäßig wahrscheinlich eher nicht so. Also, die würden auch gerne ein bisschen mehr Qualität sehen. Okay. Ich bin natürlich der, der wieder ausweichen muss, obwohl ich Vorfahrt habe. Oder ja, nicht unbedingt Vorfahrt. Aber es fahren ultra viele Busse jetzt momentan, nur weil ein neues Update ist. Herzlichen Glückwunsch, lieber Sir. Ihr seid unglaublich schwer. Unglaublich scheiße, die alle. Nein, nein. Das wollte ich nicht sagen. Ihr seid wirklich unglaublich scheiße. Ja, gut. Und der andere Fahrer ist mega sagen, crazy, okay. Der kommt einfach von links vom Gras herunter. Der ist einfach über den Kanal, hat eine Abkürzung über den Kanal gemacht. Ja, sicher. Oh, man wird nicht mal eingeschalten. Er fährt einfach mit dir durch. Hallo, ist verbuggt. Ist verbuggt, wie immer. Okay. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mal Bock habt, dass Drago Need for Speed spielt. Ja, und wer kauft's mir? Ja, der liebe Ghost Funder. Wie viel kostet das? 60 Euro.
Nein, nicht 60 Euro, ich kauf sie billig, ich krieg's für einen halben Preis oder so. Jetzt guckt er noch nach wahrscheinlich. Oh je. Ich fahre über die Markierung und es hält mich nicht an. Ich kann die. Wahrscheinlich. Ja, Bushaltestelle nicht benutzen. Ey. Okay, es ist nicht so schlimm, es gab es damals schon vor dem Update. Aber den hätten wir fixen können. Wahrscheinlich bin ich so asynchron, dass der hinten mir reingefahren ist. Also das geht noch ziemlich lange. Ich würde jetzt gerne so langsam das Video mal beenden. Ich mache sicher noch mehr Videos, auch wenn Ghostwander es nicht will. Ich guck mal. Ghostwander möchte, dass ich Thief spiele. Das Neue. Also ja, das Neuere. Das ist echt. Gibt eigentlich schon seit 6 Jahren, aber auch nicht. Also ich werde sicher dann mal als Let's Play machen, ob ich jetzt auch livestreame. Ich werde ja ab jetzt wieder livestreamen, habe ich ja noch nicht gesagt in diesem Video, aber... Ja, wir brauchen mehrere Spiele, weißt du? Und das auf twitch.tv/travobasel übrigens, nicht auf YouTube. Aber die Videos kommen so mit 1-2 Tagen Verspätung danach auf YouTube. Und der Aufnahme vom Livestream. Hättet ihr Bock? Dass Drago und ich mal zusammen einen Stream machen, wo wir The Crew 2 zocken. Schau's mal in die Kommis. Oh, ich Drago ist also ich spiele, weil ich nicht fahren kann. Ja, das ist also, eher realistisch. Also ja, nicht Drago ist noch quasi Anfänger. Er fängt gerade erst an. Ich bin schon fortgeschritten. Ich habe schon einiges so. Und er fährt natürlich immer so schnell, dass ich überhaupt nicht nachkomme. Mit seinem Ultrasportwagen. Ja, aber das mache ich natürlich gerne. Livestreaming mit Ghostfunder, wo Livestreaming, ein bisschen Geld einnehmen, Kappa. Das war krass. 2 Bullen kamen und mega schnell. Und ich konnte fast nicht mehr stoppen mit diesem Esel, der nicht stoppen kann. Diesem blöden Bus. Also es wiederholt also sich jetzt ständig. Ich mach da mal eine Aufnahme, ne? Okay, dann bis später. Und danke fürs mit dabei sein. Okay, also ich starte jetzt, okay? Nee, ich will jetzt kurz das Video noch beenden, bitte. Alles klar, jetzt willkommen zum neuen Video von mir. Heute zocken wir Need for Speed, Alter. Ja, alles klar. Los geht's, ne? Hallo, ich bin der Zuschauer von Ghostfunder, der Drago Basler. Ich mache auch Videos und bin jetzt auch in einer Aufnahme. So, was machst du jetzt bei Need for Speed? Ja, ich fahre ein Rennen, ne? Okay. Also, krass. Als easy, ne? Easy gechillt hier, ne? Okay, und ich beende das Video jetzt. Alles klar, also mein Video, nicht Ghost Fantasy. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss.